Hallo, da bin ich wieder. Dieses da ist die Nummer 7 von den Videos über Raten, Beraten, Empfehlen, Vorschlagen und so weiter. Es ist unglaublich, aber es gibt tatsächlich schon das 7. Video dazu. Also es ist ein Thema mit vielen interessanten Wörtern. Wir machen gleich weiter. Wenn ich will, dass jemand etwas nicht macht. Mein Bruder will sich einen grünen Kühlschrank kaufen und ich finde, es ist keine gute Idee. Dann möchte ich ihm davon abraten. Abraten, das hatten wir, glaube ich, gestern schon mal. Aber es gibt zwei ähnliche Konstruktionen damit. Also, jemandem davon abraten, etwas zu tun. Ich habe meinem Bruder davon abgeraten, einen grünen Kühlschrank zu kaufen. Das bedeutet, ich habe gesagt, Bruderherz, mach das nicht. Das ist blöd, der Kühlschrank ist grün und passt nicht zu deiner roten Küche. So. Oder jemandem von etwas abraten. Von, wenn ihr ein Substantiv habt, dann sagt ihr, ich rate meinem Bruder vom Kauf dieses Kühlschranks ab. Es ist ziemlich offiziell. Also, wenn ich mit Freunden spreche, dann sage ich, mach das nicht. Punkt. Ich sage nicht, ich möchte dir vom Kauf des Kühlschranks abraten. Aber, wie ihr wisst, ungefähr ab Niveau B2 in Deutsch ist das Problem nicht, wie spreche ich richtig oder wie schreibe ich richtig, sondern wie kann ich die einfachen Sachen möglichst kompliziert sagen? Willkommen in Deutschland, so ist es aber leider. Ich glaube, es ist fast in jeder Sprache so oder in jeder Sprache so. Deswegen, wir müssen damit leben. Okay, ich habe hier noch sich beraten lassen. Ich glaube, sowas Ähnliches hatten wir in einem der Videos über lassen. Aber sich beraten lassen bedeutet, ich möchte, dass mich jemand berät. Ich möchte einen Rat haben, ich möchte Beratung haben. Und jemand sagt, und willst du jetzt ein, ich weiß nicht, ein Fahrrad kaufen? Und ich sage, ja, aber ich weiß nicht, welches Fahrrad. Ich glaube, ich gehe in einem Fahrradladen vorbei und lasse mich beraten. Das bedeutet, ich gehe hin und der Verkäufer, der Experte, der Spezialist für Fahrräder wird sagen, schauen Sie, Maria, hier ist das grüne Fahrrad und das blaue Fahrrad. Wie ihr wisst, bei Frauen ist das alles nach Farbe. Sie kaufen sich auch Autos, weil sie eine schöne Farbe haben und nicht, weil sie bestimmte Funktionen haben. Nein, stimmt nicht. Oder vielleicht doch. Okay. Das bedeutet, sich beraten lassen. Und dann habe ich noch ein letztes. Jemandem einen Tipp geben. Das ist eigentlich das, was wir in der Umgangssprache täglich verwenden. Also, wenn ich einen Rat haben möchte und ich bin nicht im Deutschkurs und nicht an der Uni und ich schreibe keinen offiziellen Brief und ich spreche mit einer Freundin, dann sage ich, kannst du mir einen Tipp geben, was soll ich im Kino anschauen? Oder kannst du mir einen Tipp geben, was soll ich mit meinen Haaren machen? Vielleicht soll ich sie hier kurz schneiden und hier grün färben lassen, keine Ahnung. Ich brauche einen Tipp. Einen Tipp geben, was habe ich noch? Ich möchte etwas essen. Kannst du mir einen Tipp geben, wo es hier eine gute Pizzeria gibt? Wo es hier ein Restaurant gibt, wo man Essen bestellen kann und so weiter. Tipp, und das ist ganz wichtig, verwechselt das bitte nicht mit dem englischen Tipp. Also das englische Tipp bedeutet Trinkgeld auf Deutsch. Trinkgeld, so wie Geld für Trinken. Trinken. So, und Tipp auf Deutsch bedeutet Rat oder Ratschlag und es ist umgangssprachlich. Ich brauche einen Tipp. Also wenn ihr bei der Bank anruft und sagt, ja, hallo, ich brauche einen Tipp, welchen Kredit ich nehmen soll. Das klingt nicht gut. Also, bei der Bank würdet ihr sagen, ich möchte mich beraten lassen oder ich möchte mich von Ihnen beraten lassen.
Aber wenn ich eine Freundin anrufe, dann sage ich, hey, kannst du mir einen Tipp geben? Einen Tipp. Ich spreche das wieder zu schnell aus. Kannst du mir einen Tipp geben? Wo gibt es in der Stadt den besten Kaffee zum Beispiel? So, und hier, das ist ganz blöd und kompliziert. Tipp ist das, was ich gerade erklärt habe, also ein Ratschlag. Und dann gibt es noch das Wort Typ und das gibt es zweimal. Willkommen in der deutschen Sprache. Dieses Typ, einmal bedeutet es sowas wie Type auf Englisch oder Kind, what kind of something, Typ. Also auf Russisch ist es auch Typ. Zum Beispiel, also keine Ahnung, ein blödes Beispiel, aber Diabetes Typ 1, Diabetes Typ 2. Typ bedeutet eine Kategorie, eine Art. Und noch ein Typ, das ist umgangssprachlich und das bedeutet ein Mann. Aber es ist nicht besonders respektvoll. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich war jetzt joggen im Park und irgendein Typ hat mich beobachtet. Also keine Ahnung, mit einem Fernglas. Genau. Und Typ bedeutet eine unangenehme Person. Sonst hätte ich gesagt ein Mann, aber wenn ich sage Typ, das ist so, wer ist das? So, ein Typ. Ja. Also hier müsst ihr einfach aufpassen, Tipp und Typ. So, das war das Video Nummer 7 zum Thema Empfehlen, Beraten, Raten und so weiter. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir bitte. Ich mache gerne noch das Video Nummer 8 und 9 und 10 und 33. Und jetzt bin ich fertig und ich wünsche euch eine gute Nacht, falls ihr dieses Video heute seht, oder einen guten Morgen oder einen guten Tag oder irgendwas anderes. Also einen schönen Tag euch. Bis dann, ciao.